Servus, ihr Lieben, hier ist wieder Annette, euer Mädchen mit Herz, mit dem Pink Spirit Talk. Mit Pink Spirit stehe ich für humorvolle, lebensbejahende und geerdete Spiritualität für jedermann. Mit meinem Geistführer Gibi an meiner Seite bringen wir gemeinsam Leichtigkeit in das Thema geistige Welt. Unser Motto ist, Spiritualität soll alltagstauglich sein. Einmal die Kriegin beschließt. Ich kenne dich. Soll ich zusammen? Willst du irgendwas sagen? Die Königin. Nein. Dann haben wir die Sandra, alias Heiderin aus Österreich. Servus, Sandra. Hallo. Sie putzt heute keine Fenster, hat irgendwelche Ausrede. Sie ist heute live dabei. Sandra, möchtest du was zu dir sagen? Jetzt schlägt sie mich klar. Ja, nein, eigentlich nicht. Dankeschön. Okay. Deswegen ist sie heute im Podcast dabei, weil sie nichts zu sagen hat. Und die Sabrina aus Deutschland. Ihr seht, Pink Spirit ist international. Hallöchen. Auch eine liebe Freundin und Kollegin. Möchtest du irgendwas? Auch nicht. Also die drei sind alle dabei, um nichts zu sagen. Ich schließe mich dann an. Ja, deinem Vorreden an. Ja, das passt so zum englischen Könighaus. Die sind ja im Moment eher ruhig. Also bin ich wohl die Megan. Das ist jetzt mal, also wenn ich jetzt so in die Kamera gucke, sehe ich jetzt keine Parallele, aber gut. Schweiz ist ja immer neutral. Nein, zurück zum eigentlichen Thema. Ich weiß nicht, ob das was wird. Ihr habt ja alle drei das Interview gesehen, oder? Mhm. Ja. Wie war das für euch? Weil also ich habe ja dieses Talking on the Trap diese Woche gemacht, zu dem Adels-Interview, und ich muss sagen, es hat doch sehr viele aufgewühlt. Fandet ihr das authentisch, Sandra? Ja, auf alle Fälle mehr als authentisch. Und wenn ich jetzt so zurückschaue ins letzte Jahr, meines Erachtens geht es ja jetzt gerade darum, eben authentisch zu sein. Ja. Für mich persönlich hat sich das alles ganz, ganz stimmig angefühlt. Ja, ich finde es total richtig. Die Stunde der Wahrheit. Das war's. Kriegi. Mhm. Definitiv, also authentisch, also so wie ich das mitbekommen habe, ist es ja auch Megan wie auch Harry sehr wichtig, dass sie authentisch leben können. Und so sind sie für mich im Interview auch rübergekommen. Also sei es auch, dass man halt ein bisschen Emotionen zeigt oder auch, meine, Harry ist jetzt, sage ich mal, von Natur aus nicht, dem ist es nicht gegeben, eigentlich gegen außen authentisch zu sein, oder? Weil das haben wir ja heute sehr viel mitbekommen. Ja. Das bekommen wir wahrscheinlich schon lange mit über die Medien, über alles. Ich meine, jedes Kind bekommt irgendwas aus irgendeinem Königshaus mit. Und da ist es, glaube ich, für uns normal, dass wir wissen, dass die gar nicht so richtig nach außen ihre Meinung vertreten dürfen, oder? Ja. Und darum denke ich, für ihn, das hast du auch an seiner Körperhaltung, wie er da gesessen ist, wie er gesprochen hat, das hast du extrem gut gesehen, dass er sich da auch in der Rolle noch findet. Aber ich denke, nicht mehr so unwohl fühlt wie auch schon. Also, ja. Für das nichts sagen wollte, Kriegi, kam da jetzt sehr viel. Danke dir. Sabrina, wie war es für dich? Ja, ich fand das Interview selbst schon authentisch, aber manche Dinge fand ich nicht authentisch. Also ich bin, gerade am Anfang hat die Megan gesagt, sie wusste nicht, auf was sie sich einlässt. Da muss ich einfach sagen, das kann ich mir nicht vorstellen. Also ganz ehrlich, die sind weltweit bekannt und das habe ich ihr nicht geglaubt. Und das fand ich sehr unglücklich. Also ich glaube auch nicht, da bin ich ehrlich, dass sie die Frage nicht vorher kannte. Also das können sie mir nicht erzählen. Also das sind so Dinge. Und da bleibe ich dann direkt, was die Sabrina gesagt hat. Ich glaube auch, dass sie ihn kannte, aber ich glaube, sie wollte sagen, und das wurde bis in dem Interview unglücklich rübergebracht, dass es sich, glaube ich, nicht, weißt, dieser Masse, jetzt hat können die im Podcast nicht mal Ärmel sehen, aber diese tiefgründige, also was das wirklich bedeutet in ein Königshaus. Aber Sabrina, jetzt bin ich reingegrätscht, sorry, ich lerne jetzt Zurückhaltung. Kein Problem.
Also wie du das sagst, ich glaube auch, dass sie die Fragen kannten. Das hat man, finde ich, teilweise gemerkt, wie sie reagiert hat, dass die Fragen vorher abgesprochen waren. Ich glaube auch, dass sie sich was anderes darunter vorgestellt hat, in diese Familie einzuheiraten. Und dann erst erkannt hat, wie es wirklich ist und dass sie tatsächlich sehr viele Vorschriften hat und sehr alleine ist. Ja, das war mein Empfinden. Kriechi meldet sich, kann man Podcast erzählen. Darum habe ich es so gemacht. Das ist für mich ganz neu, dass die Kriechi sich meldet. Können wir das jetzt öfter sagen? Nee, also was Sabrina jetzt vorhin gesagt hat, was mir ganz extrem aufgefallen ist, also wenn du nur Megan angeschaut hast, als Oprah gesagt hat, kein Thema ist tabu. Ganz kurz habt ihr die Haare von der Oprah gesehen, oh mein Gott. Wie ey, geil. So geil. Oh Gott, so sorry, jetzt bin ich schon, aber oh Gott. Ich richtig geil. Und das, was für geile Haare. Ja, sorry. Das ist so. Aber eben, die Oprah hat angesprochen, dass es kein Thema tabu ist. Und dass sie nicht bezahlt wurden. Und bei beiden Sätzen hat Megan zugestimmt und danach nach unten geschaut. Genau. Ist für mich ganz klar so ein Symbol, so stimmt nicht, aber ja. Also ist einfach so, ja, und das stimmt ist das, nicht alles. Aber, ja, und das ist ja. Das, wo ich mich frage, warum sie das thematisiere, weil warum sollen die kein Geld damit verdienen? Also weißt du, also sie sitzen ja 2 Stunden da, haben sich dafür vorbereitet, nehmen ein gewisses Risiko in Kauf. Ich denke halt, dass es einfach die Firma, von der ich beide bekommen habe. Weißt du, dann kann ich auch sagen, also das ja, sind so das die Dinge am Anfang, wo ich gedacht habe, warum habt ihr das gemacht? Das ist doch egal. So war immer so meine Meinung. Medien funktionieren anders. Ich weiß. Medien funktionieren anders, oder? Und das ist halt immer so, diese Scheinwelt auch gegen außen. Es ist alles okay. Nee, eigentlich gar nicht. Aber es ist alles okay. Und ja, also ich sehe es halt so. Vielleicht sehe ich es auch verdreht. Ich weiß es nicht. Aber das ist halt meine Wahrnehmung. Die Sandra und ich haben uns an dem Tag viel ausgetauscht. Und so kollektiv ist ja dieses Jahr so ein Wir-Jahr, wo es ja viel um Klarheit nochmal geht, ums wirklich, um was letztes Jahr im Oktober begonnen hat, dieses neue Bewusstsein, wie ich so schon seit Oktober. Und für mich war die 2, und das hat Alessandra mir an dem Tag geschrieben, eine Sprachnachricht war es, dieses neue Bewusstsein, ja, also diese Megan war für mich, die hat gesprochen, klar, ist sie Schauspielerin und natürlich hat sie sich sehr ausgewählt, ausgedrückt, warum aber auch nicht. Aber für mich waren da 2 Menschen, der Harry, die ein neues Zeitalter eingeleitet haben. Und hellsichtig konnte ich halt sehen, wie die Lady Di dahinter stand. Und deswegen war das für mich so spannend zu sehen, wie aus dem Jenseits noch mitgemischt wird. Und ich meine das jetzt wirklich positiv in Liebe und die immer noch ihren Sohn beschützt. Weiß aber nicht sagen, nur ihn. Nee, da gehe ich gleich drauf ein. Also aber bei ihr war... okay. Wollte man das Sandras Wort, die ist so ruhig, aber die hat da echt ein paar schöne Sachen in der Sprachnachricht, weil wirklich, Sandra, ich fand es wunderschön, was du da mich hast wissen lassen in dem Moment. Ja, ich finde es einfach total schön, dass da irgendwie, ja, die Vorstellung, dass die Mutter da ihr Kind oder die Familie trotzdem da an den Weg führt, wo das Song, hey, habt ihr keine Angst irgendwo. Sie war ja, er sagt ja selbst in diesem Interview, er hat die ganze Zeit ihre Präsenz gespürt, dass das da ist und. Ja, und wir müssen halt jetzt auch sehen, gerade in Zeiten von Corona, dass alle Systeme auch irgendwo geprüft werden. Ja. Und so auch das System, in das die Megan und der Harry drinnen sind und sie haben ja Gott sei Dank die Freiheit, irgendwo nur entscheiden zu können. Die anderen sind halt eher festgefahren, sage ich jetzt mal. Früher war, ich habe den Harry schon immer in Erinnerung als den kleinen Rebell. Der halt irgendwo in irgendeiner Bar gestanden hat und da gesoffen hat und was weiß ich jetzt, keine Ahnung, aber der halt immer alles cool. Ja, genau, der schon immer irgendwie herausgestochen ist und eigentlich das gelebt hat, was jeder andere auch lebt, ja. Ja.
der halt auf dies, also auf das hört, was er, was in dem Augenblick gut ist, was ihm gut tut. Und ja, ich glaube eben auch, dass das Königshaus halt auf Nieren, bis auf die Nieren geprüft wird gerade, ja. Ob dieses System noch standhält, genauso wie bei uns, das Finanzsystem, Gesundheitssystem und. Dem kann ich nur bei, also das nehme ich genauso wahr. Und ich meine, ich bin ganz ehrlich, ich wollte nicht in diesem, eigentlich, wenn ich gern Königin wäre, ich wäre doch nicht gern geboren, weil, so wie, die, wie du sagst, Sandra, das Normale, was unser Eins erlebt hat, ja, in der Jugend, ich meine, um Himmels Willen, ich war kein Kind der Traurigkeit, feiern gehe, Party mache, das ist dort was Schlimmes. Oder das ist es wert, wenn ein Harry irgendwo Party macht, dass es in der Presse steht. Was ganz spannend, was ich nur ganz spannend gefunden habe, ich habe mir das Interview gestern nochmal reingezogen, so als kleine Vorbereitung, wo die Meghan immer sagt, die Kate trägt keine Schuld, der William trägt keine Schuld, die Queen war immer in Ordnung zu ihr. Es liegt rein am System, also nicht an der Familie. Das verstehen auch viele wieder nicht richtig, dass sie sehen sie auch, sie geht gegen die komplette Familie, aber es ist rein nur geht das System, gegen das sie angeht. Eben, dass sie dazu gezwungen wurde, eben still zu sein, nichts zu sagen. Ich sehe so viele Parallelen auch mit diesem Fall Kasia, zum Beispiel. Mhm, ja, stimmt. Ja. Gegangen ist, Für alle Zuhörer, das war eine junge Frau, die mit einem der Fußballer der deutschen Nationalmannschaft zusammen war, oder? Die meinst du auch? Ja. Und die leblos in ihrer Wohnung gefunden wurde. Ich drück's nur so aus. Genau, was die Medien alles schüren, also das ist ja ein kollektives Thema auch, wo eigentlich eine extrem starke Person dazu gezwungen wird, eben den Mund zu halten, nicht Hilfe anzunehmen und. Es geht aber meines Erachtens genau darum, eben sich gegenseitig zu helfen, gerade in dieser Zeit jetzt eben auch mal um Hilfe zu fragen und. Also das ist meine Meinung. Definitiv. Es geht jetzt wirklich um die Menschlichkeit, die nicht in unserer Gesellschaft, die weltweit verloren gegangen ist, in meinen Augen. Und da passiere gerade Aufschreie und ja, ich meine, ich habe verschiedene Dinge. Der Pocher macht ja immer seine Stories, wobei teilweise finde ich ihn gut im Moment. Also das fand ich dann auch wieder kritisch. Ja, die Meghan war es oder ist es selbstbewusst, die Frau, wenn ich in so ein Konstrukt reinkomme, wo ich ganz allein wegsperrt bin, wo niemand mehr an mich rankommt und dessen muss ich mir bewusst sein. Sie hat ja gesagt, sie hat keinen Führerschein mehr gehabt und das glaube ich ihr wirklich, keinen Schlüssel mehr. Und so wie du sagst, Sandra, sie hat nie die Familie, sondern das System. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, glaube ich, ist es wie, ich kann jetzt nur für Deutschland sprechen, ich kann es nicht für die Schweiz und die Österreich sprechen, aber auch unsere Politiker sind ja auch nur die Marionette der Wirtschaft, muss man jetzt mal ganz offen und ehrlich sagen, da wird ja keine Politik mehr betrieben. Und so ist das Königshaus für mich die Marionette der Presse in England. Ja, und das hat ja Meghan ganz klar gesagt, sie kommen ein paar Mal, oder ich glaube einmal im Jahr, und werde durchgefüttert. Ja, die eigentlich so viel Leid in die Familie bringen. Ja, prima. Im Endeffekt ist für mich ein kollektives Schmerzthema im Großen und Ganzen, was uns heute halt offenbart wird in irgendeiner Art und Weise. Ja, und da sind wir leider Gottes die Zuschauer, sage ich jetzt einmal. Und es ist ja auch im täglichen Leben so, das muss ich auch sagen, weil es sind immer ganz viele Leute irgendwo rundherum, sei es im Internet oder auch in Firmen teilweise, und trotzdem ist man irgendwie total ganz, also irgendwie alleine. Ja. Weißt du, wie ich meine? Es ist nichts Halbes und nichts Ganzes, und wir dürfen halt jetzt vom Ich zum Wir, wie du schon richtig gesagt hast, und vielleicht müssen wir sie zuerst mal alleine fühlen, damit wir erkennen, dass das Wir, dass wir zum Wir kommen können. Mhm. Sabrina wollte noch was sagen. Also es ist jetzt nur mein Gefühl, ich weiß nicht, wie euer Gefühl ist, aber ich hatte das Gefühl, dass, wie die Sandra eben schon sagte, es ging weder gegen die Queen noch gegen William oder Kate, es ging wirklich um die Firma, aber meiner Meinung nach auch um Charles. Ich weiß nicht, wie ihr das empfunden habt, aber ich habe es auch empfunden, als wäre es auch eine Abrechnung mit seinem Vater. Also Meghan war nur ja sehr neutral. Ich fand es aber auch faszinierend,
Also man hat schon gespürt, ich weiß nicht, wie es euch geht, sensitiv, wie er, wie der kleine verletzte Junge in dem Fall hochkam. Er hat trotzdem sehr erwachsen reagiert, er hat nicht reingeschlagen, er hat wirklich, also für den Schmerz, den er erlebt hat, das ist ein Punkt, muss ich sagen, wo ich als Privatperson Annette Meng nicht so ganz verstehe, auch wenn Charles in diesem Konstrukt groß geworden sind. Aber sind wir mal ehrlich, er hat eigentlich so ziemlich viel Scheiße nicht eigentlich erlebt. Er durfte die Frau nicht heiraten im Anfang, die er eigentlich liebte und. Und dass er dann, wenn er sieht, seinem Sohn tut dieses Konstrukt nicht gut, so reagiert, also das ist für mich sehr unverständlich, muss ich auch ehrlich sagen. Und wenn man sich halt nur ein bisschen reinfühlt in diese einzelne Person, muss ich sagen, beim Charles kommt mir auch völlige Kälte entgegen. Weißt du, wie es euch da geht? Also ich will auch nicht ihn, ich meine, er hat sein Thema und er ist bei Eltern groß geworden, die keine Zeit für ihn hatten. Ich meine, damals war es ja noch anders, da gingen die Kinder nicht auf die monatelange Reise, um Himmels Willen. Dieser Mann hat auch viel erlebt, aber für mich so ein bisschen unverständlich, dass er keine Erfahrung rausgezogen hat. Das war so ein bisschen, wo ich gedacht habe, schade. Ich weiß nicht, wie ihr seht, also wenn mein Papa nicht ans Telefon gehen würde, wäre ich auch verletzt, auch mit 43 noch. Wir dürfen eins nicht vergessen, die Lady Di hat immer unter der Queen gelitten. Ja. Und ich denke schon, dass Prinz Charles eine sehr strenge Erziehung hatte. Und damals war die Queen auch noch strenger und ja, auch noch, hat noch anders zum Könighaus gestanden, wie sie heute. Heute habe ich das Gefühl mit den Enkeln, sie wird immer weicher. Ja. Und das ist auch das, was Meghan und Harry beschreibt. Dass sie die Liebe jetzt erst leben kann im Alter. Aber dadurch ist Charles halt, ja, was soll ich sagen, der ist halt so groß geworden und bei ihm ist es halt leider noch mit drin. Ich glaube persönlich, dass der am extremsten an dem ganzen System festhält. Ja. Ihm bleibt, ich glaube, dass der im Endeffekt wahrscheinlich denkt er oder hat er das Gefühl, dass ihm am Ende des Tages, wenn das System wegbricht, nichts mehr bleibt. Ja. Und es geht auch kollektiv, ich kann es immer wieder sagen, indem Corona halt auch sehr viel Unsicherheit. Alles bricht ja weg und so weiter. Die ganzen Sicherheiten brechen weg. Und es spiegelt sich in fast allen Themen immer wieder. Sei es bei mir, sei es bei Freundinnen, sei es im Palast. immer wieder dieselben Themen. Und ja, das Alte muss einfach wegbrechen, damit Neues entstehen kann. Es wird jetzt auch ganz klar getrennt, was nicht mehr stimmig ist oder was nicht mehr dazugehört. Das ist so. Und er wird, glaube ich, persönlich der sein, der wahrscheinlich am meisten darunter leidet, weil er am wenigsten loslassen kann. Ja. Das sehe ich genauso. Und trotzdem sitze ich da manchmal da und denke, solche Dinge werden auch von der englischen Presse hochgespielt. Und ich glaube auch, und für mich war es stimmig, wie Meghan und Harry das erzählt haben, dass nicht sie diejenige waren, die sagen, sie gehen, sondern sie gegangen worden sind. Und dann kriegt man aus der Presse mit, wie ein Andrew, der in sexuelle Skandale mit Kindern irgendwo verwickelt ist, wo ich dann denke, und das geht unter den Teppich. Also es sind Dinge, die müssen jetzt halt ans Licht kommen. Das ist so meine Meinung dazu. Ja, also dieses Politische, das, was eigentlich wirklich nur in die Presse gehört, wird unter den königlichen Teppich gekehrt. Und im Gegensatz dazu, so Banalitäten werden groß aufgespielt. Und da, wo es für mich in alle Länder, egal ob Schweiz, Österreich, Deutschland, England ist, hingehen muss, ist, dass die Presse mal durchleuchtet wird. Weil das ja ist das Organ, das alles letztendlich regiert. Ja, total. Ja, also, und da wurde es sehr deutlich. Da sind wir auch wieder bei dem, wir sind Schöpfer unserer Realität, weil wir sind halt da diejenigen, wir können das eigentlich mitentscheiden und es sind aber viele, die das einfach nicht checken. Das ganze Thema auch Diana, darum sage ich, es wiederholt sich alles. Ja. Diana, dann jetzt mit Meghan und so weiter, wir sind ja einfach sensationsgeil. Es ist ja, doch, ist so. Kacke doch an. Ist so. Ich würden diese Dinge alle keine Klicks bekommen, dann würden die Medien aufhören, solche Dinge einfach zu posten, zu zeigen und so weiter. Also es gehören immer zwei dazu. Ich meine, ich habe mir das jetzt auch angesehen, dieses Interview. Das ist so. Und ich habe in Netflix, gibt es nochmal neue Diana, ich bin so alter Diana-Fan, gell? Der neue Serie, so ein Zweiteiler,
wo es dann auch natürlich um ihren Tod ging. Und da hat, ist dann einer damals in England vom Palast interviewt worden, irgendjemand, der da stand und Blumen niederlag. Und jeder ist dann auf die Presse ein. Ne? Presse hat die Diana getötet. Dann hat er gesagt, ja. Aber letztendlich müsste sie an mich jetzt verurteilen, weil ich habe mir die Scheiße immer angeguckt. Es konnte nicht besser sein. Ich stand mit dieser Boulevardpresse immer in der ersten Reihe und habe immer alles mitbekommen. Also habe auch ich es schuld. Genau. Und an dem Punkt stehen wir wieder. Also dass wir alle irgendwo... Wir alle. Also da dürfen wir uns alle mal selbst am... ich denke, was ganz speziell ist bei mir zum Beispiel Facebook, wie die Menschen das, manche Berichte teilen über Impfung, über Corona, über was weiß ich. Es sind meistens nur die negativen Dinge, die irgendwie gepostet werden. Es ist postet selten irgendwie irgendjemand, hey, heute war ein toller Tag, heute habe ich das und das hat mir Kraft gegeben. Das ist so. Und wenn du es tust, wirst du gefragt, habt ihr das schon mal gemacht? Ich habe das nur gemacht. Ob du Blumen genommen hast, wahrscheinlich. Ja, ich habe einfach nur Status gepostet, ich bin glücklich. Ja. Dann kam sofort, ne, andere Kommentare, nur Likes, dann kam sofort, alles gut bei dir? Bist du verliebt? Bist du verliebt? Was ist passiert? Wisst ihr? Es war sofort so, das kann ja gar nicht sein. Wo ich gedacht habe, bin ich so ein depressiver Mensch. Aber das müsst ihr echt mal machen. Einfach nur was Positives streuen, damit kommen die Menschen nicht zurecht. Oder wenn du jemanden siehst und einfach nur sagst, ey, heute sieht aber gut aus. Was? Warum? Ist irgendwas anders? Weißt du, das ist sofort die Unsicherheit. Ich sehe sonst nicht gut aus. Oder wie schaut es aus? Ja, aber dann, jetzt, wenn jemand zu mir sagt, heute ziehe ich aber scheiße aus, dann sagst du, sei mal ehrlich, sei mal richtig ehrlich, dann sagst du, ja, habe auch schlecht geschlafen oder so. Man nimmt das gar nicht so, aber wenn ich dann irgendwo hinkomme und jemand sagt, oh, heute ziehe ich aber gut aus, dann kommt doch, sei mal ehrlich sofort, was will der von mir? Was ist jetzt halt gerade falsch? Also man geht ja, also das sieht man, wie man gepolt ist. Ja, total, total. Und was ich halt mega spannend finde, um wieder in das Interview zurückzukommen und das, was ich vorhin schon mal angerissen habe, mit der Lady Di, wo also so mein Medium-Job mit der Toderede, Sabrina kennt das auch, wo ich mega spannend fand, zu sehen, wie sehr uns die Verstorbene doch begleite und uns in gewisse Richtungen unterstütze oder so stumm, sagt man in der Kurpfalz. Ich habe im Freundeskreis jemanden, der seine Mama verstorben ist, die halt durch mich immer wieder anklopft und sagt, hey, sag mir meinem Junge das oder dem geht's gerade nicht so gut, melde dich mal bitte und sag ihm das. Also wir haben so freundschaftliche Ebene, wo das funktioniert. Und das war, ist immer so für mich symbolisch, da darf ich gerade viel lernen und da habe ich es wieder gesehen. Also die Mutter ist nicht nur, dass sie den Junge begleitet, sie begleitet aktiv, ich glaube, das ist das richtige Wort, dass sie, so wie er beschrieben hat, präsent ist und für Harry, das ja dieses System Krone, sage ich jetzt mal, wirklich, glaube ich, auch gesundheitsschädlich. Also Gesundheit ist jetzt vielleicht, aber in der Psyche muss er ja gelitten haben, das hat er ja auch zugegeben. Kriegi. Ja. Ist so. Kriegi, ist definitiv so. Ich habe mir irgendwo Notizen gemacht. Irgendwas fand ich bei ihm so extrem gut, als das Thema Geld aufkam und seine Mutter und so. Und dann, wo er gesagt hat, ja, meine Mutter hat das wohl schon geahnt. Richtig. Und darum hat er das Geld bekommen. Genau. Hey, ich saß da und dachte, ja, aber wir können aufs Thema Lady Di, ich meine, wie geglänzt, wie im Prinzip, wie spirituell war sie? Also sie war, hat sie ja nicht umsonst mit der heilige Mutter. Mutter Teresa. Danke. Mit ihr verglichen und aber Harry hatte schon immer was. Mein William war, wo er noch Haare hatte, war zwar der attraktivere, aber ja, ist nee, so. Ich fand schon immer der Harry. Nee. Ja, okay. Aber der Harry, ich bin Team William. Also zweimal Willi, zweimal William. Aber der Harry war schon immer der menschlich viel mehr ausgestrahlt hat. Ich meine, auch heute, wenn wir das Ganze mal vergleichen,
Also spricht irgendwo in den Medien irgendjemand über William? Wenn, dann über Kate. Über William kommt nichts. Also es ist, der Mensch ist eine Hülle. Also, aber das ist genau das Problem, was die ja hatten. Weil Charles, sind wir mal ehrlich, über Charles hat nie jemand geredet. Und da kam die Eifersucht. Richtig. Das ist das Problem gewesen. Ja. Ja, ist so. Ja. Willi hat, das muss man jetzt auch sagen, das hat Willi nicht. Willi lässt der Kate ja schon den Vortritt. Und dann kam halt Megan. Und dann war die heilige Kate, jetzt bin ich mal wirklich nur Annette, wie ich denke, dann war die heilige Kate plötzlich nicht mehr so heilig, weil dann hat man schon ein bisschen Zicke erkannt. Sorry. Ja, also das denke ich auch. Sorry, wenn ich dir jetzt ins Wort falle. Nee, alles gut. Megan hat irgendwann gesagt, und man kann nicht nur dastehen mit weißem Strahle lächeln. Hat sie irgend sowas in der Art, hat sie gesagt, und da meint sie, also entweder Kate oder William, denke ich mir. Aber was ich noch ganz schön fand von Harry war, wo er gesagt hat, das war das erste Mal, als sie da auch auf Australien waren, da Südpazifik-Tour. Das war das erste Mal, wo die Familie sich gesehen hat, wie unglaublich toll sie ihren, also seine Frau, ihren Job macht. Das brachte Erinnerungen zurück. Und das ist genau dieser Punkt, oder? Das muss man gleich wieder cutten und das geht nicht, das darf nicht jemand, der nicht die Krone, der Krone würdig ist, der darf nicht strahlen und bitte bleib ruhig und bleib in deinem Würfel und ja, das ist was ich halt extrem spannend finde, war dieses eine Thema und ich weiß nicht, wie ihr das seht, da spreche ich jetzt ein Thema an, wo ich eigentlich gar nicht thematisieren kann, weil ich nicht in deine Schuhe gehe. Das ist die Thema, ich weiß auch nicht, wie man es jetzt richtig in der heutigen Zeit verbalisiert, das Thema Farbigkeit, wie sagt man das? Ich will jetzt halt an niemanden verletzen, der den Podcast, aber dass sie farbig ist, ich weiß nicht, ob sie es selber so genannt hat, wo ich dann denke, ist das immer noch Thema, was mich sehr erschrocken hat, weil wir leben im zweiten Jahre 2021, ja, ob jetzt jemand zu mir, egal welche Nationalität und ob die Haut grün, gelb, also wisst ihr, ich will das jetzt überhaupt nicht, ich meine das so, wie ich sage, ist mir an der Menge scheißegal, weil wenn ich nach Afrika gehe, bin ich da Sonderling. Also wisst ihr, wie ich meine? Und das fand ich erschreckend. Aber was man halt auch sensitiv gesehen hat, dass es noch ein Riesenthema bei Megan ist. Und wenn man jetzt sensitiv in die Aura geht, eigentlich das Thema ihrer Mutter. Und für mich wirklich dann in dem Moment auf dieser Couch zwei verletzte Kinder saßen. Der kleine Harry, der vom Papa nie gesehen worden ist und die Megan, die auch nie gesehen worden ist oder für das verurteilt worden ist, wo sie überhaupt nichts dafür kann. Das fand ich mega erschreckend und fand es dann krass, wo dann die Stellungnahme von der Queen zu dem Interview rauskam und sie genau in dem Schmerz von der Megan rein ist. Weil ich glaube, das Thema, dass Megan sich das Leben nehmen will, finde ich ehrlich gesagt schlimmer, wie die Thema, welche Hautfarbe. Wisst ihr, was ich meine? Also, dass das Könighaus alle anderen Themen, um die es eigentlich ging, umschifft hat. Aber dieses Thema könnte ihnen schaden. Fand ich extrem. Das könnte ihnen extrem schaden, weil gewisse Kolonien... Und deswegen gehe ich raus, mit dem Thema raus und umpacke es alles mit dem Mantel der Liebe. Ich habe fast im Strahl gekotzt. Natürlich hat es die Queen, weil ich habe nicht das Gefühl, das hat die Queen geschrieben, das hat halt wieder der Pressesprecher gemacht. Hat das so durchdacht und so, wo ich gedacht habe, ihr Schweine. Meine persönliche Meinung. Ja. Das war ja dann, sorry, wenn ich jetzt nochmal spreche, aber das war ja das Krasse, was sie gesagt hat, dass sie sich früher für Frauen immer, für die Frauen immer plädiert hat, dass sie ihren Mund aufmachen, dass sie sprechen. Ja. Und irgendwann wurde sie still, konnte nicht mehr sprechen und ihr wurde das Sprechen quasi verboten, oder? Ja. Also man sieht, die Frau, die stand vor Kamera, das ist für mich eine bildschöne Frau. Die hat nicht nur Aussehen, die hat auch Ausstrahlung. Und also ich finde sie, ich finde sie wirklich schön. Und so eine Frau, die große Filmrollen gehabt hat, die auf der ganzen Welt eigentlich bekannt ist, jetzt nicht super, super bekannt wie Julia Roberts oder so, aber halt wirklich auch bekannt ist, wo gewohnt ist, vor Leuten zu sprechen, auf roten Teppichen, was weiß ich. Und auf einmal,
innerhalb von 2 Monaten viermal draußen oder viermal, 4 Monaten zweimal draußen. Und es wurde alles abgesprochen und verboten. Und hey, wie klein bist du? Also du machst, das Außen macht die kleine Person in dem Sinn so klein, dass sie depressiv wird. Mhm. Das, boah. Na. Noch schlimmer, dass sie sagt, es ist so und sie über sie hinweggegangen ist. Ne? Schlaue Leute sagen ja, warum hat sie sich nicht selber Hilfe geholt? Ich weiß nicht, ob ihr es kennt, aber ich kenne schon aus meinem Leben so Situationen, wenn du wirklich am Boden bist und depressiv, dann fällt es dir sehr schwer, in die eigene Initiative zu gehen. Also so war es zumindest bei mir. Ist so, bist du in einem Loch. Ja. Mhm. Eigentlich ich denke, sorry. Sabrina und Sandra sind sich jetzt gerade nicht sicher, wer spricht. Sabrina, du sprichst jetzt. Ich denke, wenn man mal so achte, kurz der Unterschied zwischen der Kate und der Megan einfach nimmt, ist es einfach so, man darf nicht vergessen, die Megan kommt aus der normalen Welt. Ja. Und die Kate ist auf Elite-Unis gegangen. Die ist quasi genau dorthin gebracht worden. Das heißt, die beugt sich dem System. Und die Megan kennt die Freiheit. Das ist der Vogel, der in den Käfig gesperrt wird. Ja. Und dass das zu Depressionen oder Selbstmordgedanken führt, das ist ganz logisch. Ja, das ist ganz normal. Das dürfen wir nicht vergessen. Und das ist halt bei der Kate nicht so. Die hat das von klein auf so gelernt, sich dem System zu beugen. Mhm. Und das war auch, denke ich, das, was dem Königshaus nicht so gefallen hat. Dass die Megan sich nicht so gut angepasst hat. Aber trotzdem so beliebt war. Extrem. Und was ich auch noch ganz spannend gefunden habe, das war einfach, wie ich da gesehen habe, wie sie auch gesagt haben, das Wesentliche ist einfach wichtig. Und wie sie dann in den Stall gegangen ist zu den Hühnern und eigentlich zurück zum Ursprung, wie man früher gelebt hat, dass man selbst Sachen anbaut, keine Ahnung, eben Hühner hält und dass sie selbst sagt, das ist das, worauf es im Leben ankommt, ja, dass man bei sich ist, dass man sich auf die wesentlichen Dinge eben, und man muss sagen, das ist ein Hollywood-Star, ja, die wohnt neben Oprah. Oder so, keine Ahnung. Aber die wirklich sagt, dass es darauf ankommt, auf die kleinen Dinge des Lebens. Und ich glaube auch, das ist wieder. Es tut mir leid, dass ich es immer wieder erwähnen muss, aber auch ein kollektives Thema, weg vom Besitz, vor allem Schall und Rauch und Glitzer, Glamour. Die meisten, die halt in dieser Glitzer- und Glamour-Welt leben, ja, es ist mehr Schein als Sein, muss man auch sagen. Die meisten sind unglücklich und eigentlich, eigentlich ganz weit weg von diesem nach außen hin tollen, ach so guten Leben, sind meistens doch diejenigen, die was am traurigsten sind. Mhm. Wo wir wieder auf die Einsamkeit, zurückkommen, wo jeder vielleicht mit dem oder derjenigen befreundet sein möchte, aber innen drinnen sind es halt die einsamsten Menschen auf dieser Welt, glaube ich. Ja. Was ja nie gut gehen kann, dieses von außen mich auffülle, anstatt in mir die Fülle zu sehen und was du eben beschrieben hast, fand ich schön, weil das ist ja das, was Lady Di, egal welche Reportage du von ihr siehst, das war ja immer ihr Anspruch, ihre Jungs, ein bisschen normales Leben, ja, ich muss jetzt an diese Szene, die kennt ihr bestimmt auch, wo sie in diesem Freizeitpark war, diese Wasserrutsche gefahren ist, ja, wo sie schon versucht hat, und das hat ja auch Harry gesagt, meine Mama hat immer versucht, uns ein bisschen das normale Leben zu zeigen. Also, man weiß ja nicht, vielleicht hat ja auch die Lady Diana irgendwie die so zusammengeführt, damit der Harry einfach das normale Leben leben kann. Ja. In einer Art und Weise, damit er derjenige ist, der ein bisschen runtergeholt wird von dem Ganzen. Weil, wie gesagt, er war ja schon immer der Rebell, aber vielleicht hat er auch genauso ein Leben angezogen, weil seine Mama so war. Eben bodenständig und.
da habe ich ja Gänsehaut und das ist ja was, was ich glaube, dass da schon Führung dahinter steht. Und ich meine, ich bin ehrlich, ich habe sogar am Wochenende, gibt es einen Spielfilm auf TV auf von Harry und ich weiß nicht, ob das stimmt und Meghan, aber es ist ja an dieser Dokumentation vor dem Interview gesagt wurde, dass die wohl verkuppelt worden sind. Ne? Also es war wirklich so schon, irgendwo kannst du Führung dahinter sehen, definitiv. Und dass Harry nicht in das Haus gepasst hat, ich meine, es hieß ja schon, ich glaube, bevor er mit Meghan verheiratet war, ist ja mal an die Presse gedrungen, er sei ab und an depressiv und er kommt, hat Angstzustände. Und das hat er ja in dem Interview nochmal gesagt. Ja, glaube ich sofort. Und was ich halt mega schön fand, war die Liebe zwischen denen so. Jetzt wäre ich kitschig, aber das kann ich nicht schauspielern. Das kann mir kein Journalist der Welt. Ja, also diese Liebe und dieses, wie die miteinander umgeht, diese Achtsamkeit, das war für mich ganz hohes Niveau. Ja, also auch, dass er, wenn das wieder negativ in der Presse dargestellt worden ist, wie er ihr den Vortritt gegeben hat und ihr den Raum geschenkt hat, die Dinge anzusprechen, die sie verletzt hat und dann als Bestätigung dazu kam, ja, dass nicht die Presse es zerreißen kann von wegen, naja, war ja nur sie. Fand also von dahin so psychisch richtig wertvoll gemacht. Ja. Er steht halt hinter ihr. Ja. Aber sie aber auch sie hinter, ihm. Hinter. Ja, genau. Also dieses und das fand ich mega schön. Und das ist auch, und das geballt mit der Dai, wo ich dann denke, liebes Könighaus, das kriegt ihr nicht kaputt. Also ich weiß nicht, natürlich, ja, ich weiß nicht, ob die jetzt ein Leben lang zusammenbleiben. Ich wünsche ihnen das von ganzem Herzen, aber sie können. Sie haben da überhaupt nichts, wo sie reingehen können, um da jetzt Intrige zu spinnen. Und das fand ich mega geil. Und da finde ich jetzt eben wiederum auch geil. man hat die Meghan hat man klein gemacht, dass sie depressiv wurde etc. Aber jetzt, sie kommt mir vor wie so ein Phönix aus der Asche. Sie kommt gestärkt. Ich finde das noch Interview. Schöner. Ja, und das gut, das macht halt auch die Schwangerschaft aus, gell? Finde ich jetzt. Okay. Aber das Interview, man, das ist so ein Schlag für das Königshaus. Und das ist ihre Rache. Genau so. Und sie zeigt die Stärke und sie zeigt an Harry den Weg. Und als ich das gesehen habe, für mich war es ganz klar, ich kann es gar nicht richtig in Worte fassen, aber für mich ist es ganz klar, dass sie herstellt und sagt so, ihr wolltet mich kleinkriegen? Nee, jetzt seht ihr mal, wie es umgekehrt funktioniert. Bam, hier habt ihr dieses Interview. Ja, aber ich habe bei ihr kein Machtthema gefühlt. Weißt? Nein, also, das schon nicht. Sie stellt mich hin, sie stellt sich jetzt wieder hin und ich glaube auch, dass es für sie mega wichtig ist, diesen Prozess zu gehen, um für sich wieder ins Reine zu kommen, weil sie hat sich ja selbst schon dafür verurteilt, dass sie die Fresse kalt hat. Ja. Und das braucht sie in meiner Augen nicht, weil ich glaube, ich hätte, obwohl ich die größte Fresse habe, ihr wisst, Pink Spirit Talk, auch ich, und sie sagt, hat ihr gesagt, sie hat ihr Leben komplett hinter sich gelassen aus Liebe. Und Entschuldigung, da muss die Liebe groß sein. Ja, sehr groß. Und sie ist auch die Stärke von beiden für den Moment. Sie hat ihn mit ihr zusammen aufgerichtet, oder? Und das finde ich ganz krass. Und er kann durch ihre Liebe und durch das, was sie macht, dass sie einfach einen Schritt nach dem anderen geht, und egal, was geschieht in dem Sinn, man, sie passen ja schon auf, aber man, sonst hätten die ganz anders gesprochen. Aber er wächst mit ihr. Ja. Und das finde ich ganz krass. Vor allem, wenn man ja seine Geschichte kennt, oder eben mit Königshaus und Vorschriften etc. Und ich stark. Dazu kommt noch das Interview seiner Mama, ja, wo die Diana danach als psychisch krank und alles, ne? Sie stand unter Droge, was weiß ich, da wurde ja sämtliches. Und deswegen fand ich die Art und Weise, wie sie es diesmal gemacht haben, da können sie nicht sagen, Meghan ist psychisch und also ist Harry mit im Spiel. Und sie haben ja schon alles auf den Tisch gelegt. Ja. Es war also brillant. Sabrina, du wolltest was sagen. Ich glaube, dass der Meghan wirklich genau zwei Punkte wichtig waren. Und zwar das eine, wirklich, dass Diskussionen und ja, hinterfragt wurde, welche Hautfarbe das Kind hat. Und das zweite war wirklich gewesen, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen soll. Der Schutz. Der Schutz, genau. So sieht es aus, dass das Kind keinen Schutz bekommt. Und das war ein Riesenthema. Diese zwei Themen war Meghan
richtig wichtig, dass das angesprochen wurde. Weniger, wie es ihr ging, sondern das war meiner Meinung nach vordergründig. Und das war auch diese Rache, wo sie wirklich ein Statement wollte abgeben und sagen, das müssen die Leute wissen, was hier im Königshaus läuft. Da bin ich wieder bei der Sandra im Kollektivthema, weil letztendlich für mich Kerache, sondern sie hat das ausgesprochen, was die Wahrheit ist. Und da kommen wir dieses Jahr hin. Das schließt sich für mich an wieder Kreis in der Spiritualität, das, was ich schon seit einigen Folgen sage. Es wird aussortiert, das meine ich damit. Mhm. Es werden Menschen ins Rennen gesetzt, die die Wahrheit sagen, die sich nicht scheuen, die Wahrheit zu sagen, wenn ihnen der Bullshit entgegenbringt. Meines Erachtens, ich meine, ich feiere diese Frau einfach und das ist mir jetzt nur eingeschossen, für ihren Mut, sich so verletzlich zu zeigen, weil wie oft kommt es vor, dass man vielleicht gerade nicht so gut geht und ich denke mir, scheiße, bin alleine und dann schreibt deine Freundin, hey, wie geht's? Und du schreibst, hey, gut, danke. Ja. Sie hat den Arsch in der Hose, dass sie sich da hinsetzt und sagt, hey, ich war so verletzt, ich bin so traurig. Mir hat, und das ist auch wieder das authentisch sein. Auch ein Königspaar hat mal eine scheiß Zeit. Definitiv. Aber erinnert euch damals an die Lady Di, wo der Unfall passiert ist. Ja, wie die Berater zur Queen gehen mussten, damit diese fucking Fahne auf Halbmarsch gesetzt worden ist. Was für Diskussionen für ein Stück Menschlichkeit. Und da bin ich voll bei dir, Sandra. Und das ist gerade was. Und das ist wieder in die Vergessenheit gerade. Das ist mein Gefühl. Ja, und jetzt, und das ist für mich das Jahr 2021, das Wir-Jahr, diese Menschlichkeit und dass wir alle wieder authentisch sind und dass die, die nur so vorgeben, diesen Schall und Rauch, wo ihr alle gesagt habt, diese Glitzerwelt, das wird immer mehr in sich zusammenbrechen oder der Glitzer wegfallen, weil darum geht es schon lange nicht mehr. Das sehe ich an der spirituellen Szene. Wenn man da einfach sensitiv beobachtet, man sieht, was abgeht. Ja. Und darum geht es. Es geht wirklich wieder so aus Sicht der geistigen Welt in den Kern und das hast du schon angesprochen, Sandra, des Ursprungs zu gehen. Mhm. Ja, und wenn ich jetzt in der Spiritualität bleibe oder in meinem Medium sein, mein Job ist es nicht, die Halle zu füllen, sondern mein Job ist jede einzelne Sitzung, wo Heilung fließen darf. Punkt. Und das ist der Kern und der Ursprung des Ganzen. Genau. Absolut. Amen. Hat sie wieder gepredigt, die Mengen. Da hat sie wieder gepredigt. Aber das ist ja das, was der Harry eigentlich fast am Schluss auch gesagt hat. Er hat ja gesagt, wir können einfach mir selbst sein, sei du selbst, sei authentisch, sei echt, tu einfach das, was du tun willst und tun musst. Also das ist eigentlich genau das und er ist auf dem Weg. Also für ihn, ich denke, für ihn kommt es gut. Würde ich sagen. Also, was? Ich hab's das, nicht Spirituellste, das Spirituellste, was er sagen, machen oder tun hätte können. Also. Ja. Ist so. Ist auch für mich. Sind beide für mich, bin ich ganz ehrlich. Mhm. Und ich finde es halt krass, weil er hat wirklich so die Tür zum Leben nach dem Tod aufgemacht. Ich habe den so gefeiert, wo ich dieses Interview am Montag gesehen habe. Ich habe gedacht, ich werde am liebsten an, wenn ich die Nummer gehabt hätte, hätte ich gesagt, Harry, komm, wir machen jedenfalls Kontakt. Es ist so geil, ja, also wie er das, also er hat sich dafür auch nicht geschämt, die Mama ist immer noch da, sie ist Präsenz und sie zeigt mir den Weg, also so habe ich es interpretiert als Medium. Ich aber auch, ja. Hammer. Er hat da mit diesen Worten gesagt, ja. Ja. Alles gut. Ja. Irgendwann und irgendwo. Ja. Resümee aus unserem Talk. Ihr lieben Hörer. Also ich glaube, für uns alle zu sprechen, für uns war es authentisch. Es waren ein, zwei Ausrutscher, wo sie dazulernen dürfe, es zukünftig einfach anders da anzuleiten. Ist ja scheißegal. Aber mit dem Anwesen, wo ich gedacht habe, ist doch scheißegal, ob die jetzt in dieser Pergola hocke oder im Fernsehstudio, ist doch mir scheißegal. Ja, wo dieses und auch ein großes Kompliment, wie hieß sie, die Oprah, wie sie das durchgeführt hat, das Interview. Mhm.
Und die Brille, habt ihr die Brille gesehen? Die kommt im Fall von der Ortschaft, wo ich wohne, ne? Hm? Nee. Ja, habe ich irgendwo gelesen. Ob es stimmt, weiß ich nicht. Da sind wir wieder bei dem Thema, dass es der Henry ohne die Kurpfalz gar nicht geben wird, weil die Themse, ja, die Themse Liesel ist Nachfolger der Lieselotte aus der Palz. Nur muss so am Rande. Also nicht nur die Brille, die ganze gehen, aber ich weiß gerade nach unserem Talk, ob ich darauf noch stolz bin. Doch, doch. Ich bin gespannt, es bleibt spannend, was passiert, wenn die Queen mal nimmer die Queen ist. Ob der Charles dran darf, ob es direkt zum Willi geht und was dann passiert. Und ich sage immer noch für Deutschland, setzt die Regierung ab, und das habe ich schon vor einem Jahr gesagt, holt Henry und Meghan und lasst sie unser König und Königin werden. Ja. Wie die Schweiz anders weiß. Soll dir noch was sagen? Entschuldigung? Ja, sage nichts. Wollte niemand was sagen? Okay. Was ich auch noch schön fand von ihm, sorry, es tut mir leid, irgendwie werde ich doch langsam Harry-Fan, ne? Nee, William-Fan bin ich nicht, definitiv nicht. Was er fast am Schluss gesagt hat, war, wir haben nicht nur überlebt, wir blühen auf. Das finde ich auch extrem schön, oder? Man sieht es ihn an, echt an. Ja. Höhere Kräfte, die gewirkt haben. Das finde ich, und das dann halt auch öffentlich zu sagen, oder? Sie sind einfach aus dem System ausgebrochen. Sie haben ihrem, kitschig gesagt, ihrem Herzen gefolgt, hey, das ist nicht richtig für mich. Wer sagt mir eigentlich, dass ich da nicht ausbrechen kann? Das ist ja wieder nur das System. Und sie sind ihrem Herzen gefolgt und leben eigentlich das jetzt, was... Sie sind Schöpfer ihres Lebens. Ja. So, das ist einfach nur... Und da tue ich nochmal kurz rein, Gretchen. Und das, was vorhin Adi Sabrina gesagt hat, ich meine letztendlich, ne, sie sind ja rausgeschmissen worden und sie haben es in die Hand genommen. Das, was du, Sandra, Schöpfer. Und das war, wo ich nochmal, eigentlich wollte das Königshaus ihnen Druck machen, das, was Sabrina gesagt hat, du kriegst keinen Schutz mehr, wenn du gehst. Und sie haben es trotzdem gemacht, das, was du gesagt hast, Sandra, es ist für uns nicht mehr stimmig, scheißegal. Und dann ist es so geführt worden, ja, also du glitzern mir die Augen, dass sie nach, wo war es, nach Kanada, oder wo sie aufgenommen worden sind von dem einen Schauspieler, der Schutz für sie, also kriege ich Gänsehaut am ganzen Körper, also wie dann doch wieder alles ineinander reinfließt, dafür feiere ich diese Welt. Es ist ja trotzdem immer so, und Annette, ich glaube, du weißt es halt am besten auch mit meinem Vater, kaum denkst du, ist irgendwo ein Riesenberg Steine vor dir, eigentlich musst du nur, unter Anführungszeichen, nur ganz oft loslassen, du hast dann immer dein geistiges Team oder eben Verstorbene bei dir, die da eben aus dieser Scheiße meistens dann auch irgendwo die Führung geben, raushelfen, und dann geht es halt darum, dass du auch selbst noch die Zügel in die Hand nimmst, und eigentlich steht dann nicht mehr im Weg. Und genau so haben sie es einfach gemacht, sie haben sie führen lassen durch die geistige Welt, eben durch die Diana, und haben zusätzlich noch die Zügel in die Hand genommen und haben in sich hineingehört, was tut mir gut, und haben sich dann Hühner gekauft. Das war das Statement des Interviews. Sie haben sich Hühner gekauft. Es ist so, wie ich habe eine Wassermelone getragen. Ich denke, sie hatten einfach ein extremes Vertrauen ineinander. Ich meine, ins System und nirgends mehr hin. Und ich meine, aber das finde ich ein Wunder. Das muss ich dir jetzt echt mal sagen, weil beide sind nicht gesehen worden. Und normalerweise vertraust du in nichts und niemand, wenn du so aufwächst, in beide Fälle. Und ist dass die so Vertrauen ineinander gefunden haben. Ich meine, Harry hat ja auch, glaube ich, mit Weiber einiges mitgemacht. Keine Ahnung, so wie sie ja auch mit ihrem Ex-Mann nicht die schönste Beziehung. Und dass die dann so vertrauen. Also deswegen, für mich ist das schon... Aber es wurden natürlich beide komplett entwurzelt. Komplett. Ja, das stimmt. Und dann hatten sie sich nur noch, gut, das kann in die Brüche gehen, weil das ist ja ein immensen Druck. Also jetzt müsst ihr, ich denke, wir vier sind alle so Otto-Normalverbraucher, irgendwelche normalen Menschen. Ja. Wir haben nicht, dass wir täglich in irgendeinem Heftchen kommen oder dass wir in den Medien auftauchen oder dass wir, ich weiß nicht,
permanent 23 Leute im hinter uns, vor uns haben oder so. In der Geistführer schon. Was hast du gesagt? Was hast du gesagt? Wir sind in einem Podcast dafür. Ja, ja, genau, wir sind in einem Podcast. Definitiv. Ich habe 23 Geistführer hinter mir. Ja, das ist alles super. Aber ich denke, wir haben kein öffentliches Leben. Und ja, es macht Spaß. Also jeder von euch würde sich trauen, jetzt komplett das Leben zu ändern. Also ja, ich total. Also, nee, wenn ich mich nur ein bisschen in die zwei versetzt hätte, das ist ein Riesenschritt. Da schaut die ganze Welt zu und das ist ein Wahnsinn. Das ist echt ein Wahnsinn. Allem, also, du gehst weg, ohne irgendein Zuhause zu haben, was da bei ihnen war. Ja. Schon krass. Und nach 3 Monaten wurden ja alle Schutzleute abgezogen, obwohl Morddrohungen und alles da waren. Ich will mit so einem Druck gar nicht leben müssen. Aber da sie halt irgendwie nicht verstehen kann, das ist, wie kann ich, das ist das, wo ich meine, das ist ja der Queen, ihr Urenkel, dann würde ich doch alle Hebel, oder am Charles seiner Situation jetzt, alle Hebel in Bewegung setzen, dass dieser kleine Mensch, also besonders der Enkel, irgendwie Schutz bekommt. Also oder mein Bruder, dass mein Bruder Schutz bekommt. Keine Ahnung, wie kann ich das verantworten? Das ist das Was System. Ist jetzt mal angenommen? Ja, das System, Parlament etc. Ne? Was ist angenommen? Es über Jahre hielt sich immer wieder, aber halt auch in den Medien, der Verdacht, der Vorwurf, was auch immer, dass Harry gar nicht von Charles ist. Das hat er aber angesprochen. Wie? Mit der Haarfarbe, war das im Film oder im Interview? Irgendwo hat er das doch mit der Haarfarbe und das hat er im Interview gesagt. Das war ein Interviewthema. Keine Ahnung. Aber was ist jetzt mal angenommen, ganz krass angenommen, was ist, wenn die Lösung auf dem Tisch wäre, dann würde, ich weiß nicht, ob er nicht schon lange weg wäre. Aber was ist, wenn die Vermutungen immer noch da wären? Okay, Sabrina schüttelt den Kopf, sag mal. Also ich bin auch der Meinung, dass er nicht der Sohn von Charles ist. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das Königshaus davon Bescheid weiß. Aber was denkst du, was passiert, wenn das richtig öffentlich gemacht wird und vom Königshaus gesagt wird, das ist nicht der Sohn? Deswegen glaube ich, dass dieses Thema einfach unter den Teppich gekehrt wurde. Und ich gehe noch einen Schritt weiter. Ich glaube auch nicht, dass ich glaube auch nicht, dass es der Harry weiß. Ich glaube, dass du wieder, ja, dass es Charles weiß, dass das zurechtgebügelt worden ist, aber dem Kind verkauft worden ist, das ist dein Papa und das ist seine Rebellion, weil er spürt, das sind, ja, er hat die Wurzeln, da stimmt irgendwas nicht. Und dann sind wir nämlich genau bei dem Thema. George V. oder VI. Haben Sie ja erwähnt, hat ich habe mir Notizen gemacht während dem Interview, hat den Brauch ins Leben gerufen, dass jetzt angenommen Charles wird König, dass sein Sohn, sein Enkelsohn, sein Urenkel etc. 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 oder auch weiblich natürlich Prinz oder Prinzessin wird. Jetzt währenddessen, während der Schwangerschaft von Meghan, also mit Archie, wollten sie diesen Brauch öffentlich oder ganz normal abschreiben lassen, also aberkennen lassen, was auch immer. Also der hat keinen Prinzentitel und das würde für mich halt wieder passen, auch dass kein Foto gemacht wurde nach Spital, Klinikbesuch, dass er keinen Schutz bekommt, alles Mögliche. Also, das ist Mobbing. Ja, das ist ja. Aber ein Kind, ich glaube auch, dass er es nicht weiß, aber ein Kind spürt sowas. Und ja, das spürt es. Das ist seine Zerrissenheit. Denke ich, die Liebe, die Harry immer gefehlt hat. Ja. Und das ist halt das Schöne, am Ende siegt immer die Liebe. Ja.
Mhm. Wir klatschen, falls man das hört. Ja. Love is real. Oh nein, bitte nicht. Love is in the air. Ja. Ja, es ist, sind jetzt alles Mutmaßungen, liebe Hörer, aber ja. irgendwie fließt dann doch wieder alles zusammen, weil irgendwie macht dann doch wieder alles Sinn. Ja, und ich gehe sogar noch einen Schritt weiter und jetzt, oh Gott, wenn das der Podcast jemals an die Presse kommt, muss ich zur Themse lesen, fliege und Rede und Antwort stehe. Und wenn, fühlt euch mal bei noch, und das noch zum Schluss beim Willi und bei der Kate rein, für mich war es nicht stimmig, dass die ein drittes Kind kriege. Und mit dem heutigen Wissen, vielleicht musste sie ein drittes Kind kriegen, damit der Harry ja nicht an die Macht kommt. Und darum steht er und Kate ihnen zwei auch nicht bei. Ja. Die sind zu fest im System verankert. Genau. Ich meine, wieso ist die Frau nur noch Haut und Knochen? Also. Ja. Wie Lady Di. Ja, aber noch schlimmer. Froh, dass ich nur ein König als Geistführer in meinem Leben habe. Auch wenn ich als Mädchen auch immer Prinzessin sein wollte, bin ich heute froh, dass ich das nicht bin. Wolltest du das nicht? Nein. Ich schon. Nein. Schon? Ja. Ich wollte immer irgend so einen Prinzen heiraten. Nein, heiraten auch nicht. Heiraten war nie das Thema, aber zum Prinzen an der Seite. Sissi, oh, hör auf. Sissi. Hey. Ricky musste mit mir damals in Korfu zum Sissi-Schloss. Ja, nicht nur mit dir. Hat nochmal jemand gehabt. Egal, ja. Thema wechseln. Egal, genau. Ja. Zum Abschluss müssen wir sagen, bleibt immer sensitiv, fühlt immer mal mit rein. Ja, aber so, und das ist das, was ich wirklich höre, damit uns ins Leben geben kann. Ich weiß nicht, wie es euch geht, schon als kleines Mädchen. Ich habe immer viel beobachtet. So wie ich das heute mit euch öffentlich im Podcast. Es sind ja alles nur Beobachtungen. Ob es die Wahrheit ist, werde ich vielleicht mal erfahren, wenn ich auf meiner Wolke sitze, und dann interessiert mich das ja alles gar nicht mehr. Aber ich beobachte viel und das ist meine Sensitivität, die sehr ausgeprägt ist, einfach, dass ich mich immer wieder reinfühle und beobachte, was passiert. Mhm. Und das ist mega spannend. Das ist so. Total. Dann lassen wir es dabei mit dem Satz: Am Ende siegt die Liebe. Oder Griechi, wolltest du einen anderen Satz? Nee, alles gut. Aber das soll man nochmal singen in der Kommune. Nein. Okay. Ich danke euch, dass ihr dabei wart. Mir hat es mega Spaß gemacht. Griechi, möchtest du noch was zum Abschluss sagen? Sandra, Sabrina. Vielen Dank für deine Einladung. Ich danke, dass ihr der gefolgt seid. War spannend mit euch dreien. Also von mir aus jederzeit wieder. Ja, voll gern. Also vielleicht jemand irgendein Interview, wo wir wieder unseren Senf dazugeben können. Ja. War lustig. Ja, dann mal zu anderen Themen. Muss ja nicht immer ein Interview sein. Es gibt ja viele Themen. Ja. Dann, wenn die Sandra, wenn es wärmer ist. Nicht Fenster putzen muss, aber nächste Woche ist alles leicht. Okay. Sabrina, an dich ein großes Danke. Ja, vielen Dank an euch. Ich bin immer gern dabei. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich denke, Themen haben wir bestimmt. Ja. Ihr Lieben, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Das war's mit Pinkberry Talk. Ich fand es eine mega geile Idee. Danke an Ricky, Sandra und Sabrina. Und jetzt machen wir uns ein schönes Wochenende. Ganz wichtig, Sing Pink, eure Annette.